Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal und zwar Still Wakes the Deep, dem neuen Spiel der Amnesia-Macher und ich bin gleichermaßen aufgeregt und begeistert zur selben Zeit, denn ich habe Bock auf das Spiel, weil ich habe das durch Zufall vor 2, 3 Tagen entdeckt und gesehen, es gibt jetzt ein Release direkt heute, also am 18. Das heißt, wenn ihr das hier seht, ist wahrscheinlich der 19. Und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wie geil. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, okay, das sind die Amnesia-Macher. Also, es wird auf jeden Fall wieder eins von den Spielen, die ich eigentlich gar nicht spielen will. Denn es wird Horror. Aber es hat mich so geflasht, sage ich mal, dieser Ansatz. Auch mal was Neues, was aber trotzdem irgendwie direkt schon nur durch seine Machart irgendwie, bedrohlich wirkt. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall geil. Ich habe Bock. Wir gehen rein. Ich packe mich einfach erstmal hier unten hin, weil ich glaube, es gibt kein HUD in dem Spiel und dann ist das eigentlich ganz chillig, wenn ich hier unten bin, würde ich sagen. Wenn nicht, dann move ich mich nochmal. Aber ich würde sagen, jetzt genug geredet, wir starten rein. Hinweise anzeigen, ausblenden, Spielmodus Standard, Story Standard. Wir lassen das mal alles so, wie es ist. Und ich bin mal gespannt, was hier auf uns zukommt. Ich habe hohe Erwartungen an das Spiel, sag ich, wie es ist, weil Amnesia, ja, das war schon, das hat es in sich. Hört mal, das ist ein bisschen leise, kann das sein? Kann ich das lauter machen? Das ist schon auf voller Lautstärke, was ist das denn? Habe ich die, okay, ich kann, ich kann hier lauter machen, passt auf. Ich stelle hier mal so auf, ja, machen wir mal so. Ich glaube, das ist besser. Hören wir mal. Wir machen nochmal kurz neu. Nee, Spiel fortsetzen. Nicht, dass wir das jetzt skippen. Okay. What are you thinking? Going to that place. Wish you hadn't got yourself into this mess, but you did. Can you run forever? I know you were just trying to do right by me, so I need you to do what's right by us now. Please, Kaz. So ist besser. I am so tired of fighting. I just want it to be over. I want you home. The girls want you home, but... If you don't deal with this, then we are done for good. Wow, direkt so frech. Ich hol doch nur das Geld nach Hause. Ja, kann ich aber auch verstehen. Jesus, Süß. Girls need your Christmas card. Fuck. Merry fucking Christmas. I'll be there in a minute, Trotz. Das ist ein schottischer Akzent, ne? Aye. Alright. Oder nennt man das auch Dialekt, weil es ist ja eigentlich die gleiche Sprache. Ich glaube, es ist schottisch und ich glaube, es spielt an der schottischen Küste beziehungsweise auf dem offenen Meer und wir scheinen hier auf so einer Bohrinsel zu sein. Kann man rausgucken? Boah, okay. Ich sehe, aber da hinten sieht man was. Ist das da hinten Land? Seht ihr das? Könnte sein, oder? Okay, hier haben wir noch einen Brief. Wir sollen kommen. Ja, ich mache erstmal Radio an hier. Und ich mache mal ganz kurz die Vorschau hier oben aus. Ah, das ist mein Song, der hier läuft. Mein Lieblingssong. Geil. So, das ist die Weihnachtskarte. Frohe Weihnachten. Ah, das ist aber schön geschrieben. Von Kate und Maddie. Okay, darf ich die aufmachen? Nee, die kann man nicht aufmachen. Die haben wohl nur von draußen was aufgemalt. So, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, lecker Kaffee, dann haben wir 1975, ne? Ich mache den Radio mal wieder aus, also diese Störfrequenz hier, die wollen wir auch nicht anhören. So, anschauen. Ah, Brief von Susi. Okay, das ist der Brief, den sie gerade geschrieben hat, ne? Ich bin die Streitereien so leid, ich will einfach, dass du aufhörst und nach Hause kommst. Wir scheinen hier also für längere Zeit auf dieser Bohrinsel schon zu sein. Aber ich meine, wir brauchen das Geld auch. Irgendwie muss die Familie ja... Ach, guck mal, hier haben wir sogar Fotos von denen. Das sind die Kinder. Und das ist Susi wahrscheinlich.
Okay. Was haben wir hier noch so für Bilder hängen? Kalender. Ich muss gerade mal gucken, dass die Aufnahme auch läuft. Ich bin immer paranoid. Your mother won't like it. Okay. Und wir sind scheinbar Fan vom Boxen. Gut. Dann würde ich sagen, geschlafen haben wir genug. Schubladen können wir auch nicht ran. Was haben wir hier noch? Ja, um uns warm zu halten. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal raus, ne? So. Was haben wir hier? Kelly und Douglas. Night Shift. Okay, ist zu. Campbell. Oh, wir können in sein Zimmer gehen. Und seine Sachen hier durchschnüffeln. Join your union. Das flimmert ein bisschen. Okay. Memo der NSOWU. An Management und Vorstand von Cattle. An den Anlageleiter. Von NSOWU Cattle Zweigstelle Campbell. Okay. Ölbohrinsel. Ja, da habe ich richtig interpretiert hier. Sehr geehrte Herren, die Gewerkschaft der Ölarbeiter in der Nordsee, Zweigstelle Aberdeen, informiert Sie hiermit gemäß des Trade Union and Labor Relations Acts von 74 über unsere Absicht, Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen. Dies ist unsere Reaktion auf das klägliche Versäumnis Ihrerseits, sich mit unseren Vertretern zusammenzusetzen, um die schwerwiegenden Sicherheitsbedenken unserer Mitglieder zu besprechen. Klingt auf jeden Fall schon mal gut, dass so ein Brief rausgehen muss. Wir fordern Sie hiermit nachdrücklich dazu auf, gemeinsam mit uns eine Lösung für unsere triftigen Streitfall zu erarbeiten. Ende. Okay, das heißt, es gibt hier auf jeden Fall irgendwelche Probleme. Ich bin gerade nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich diese Filmkörnung so geil finde. Ich gehe mal ganz kurz, bevor wir hier richtig loslegen. Motion Blur habe ich schon ausgemacht. Das mache ich vielleicht auch mal kurz aus. Warte, was? Änderungen übernehmen, ja. Gucken wir mal. Spiel fortsetzen. Ja, ist besser, oder? Also, ich weiß nicht genau. Ist halt ein Stilmittel, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt so geil finde, das Stilmittel, um ehrlich zu sein. Wir gehen auch noch mal kurz in die Einstellung, weil ich gucken will, ob ich das Field of View anpassen kann. Allgemein, nee, Grafik, Gamma-Wert, Qualitätsvoreinstellung, Performance habe ich mal gemacht, weil ich gehe mal davon aus, dass wenn ich das auf Qualität stelle, dass wir dann keine 60 FPS mehr haben, oder? Nee, oh Gott, Alter. Okay, also, nee, sorry, aber 30 FPS, das tue ich mir jetzt echt nicht an, wir spielen eh nicht in 4K. Das heißt, viel werden wir davon eh nicht sehen. Wir lassen das hier auf Performance. Und dann schauen wir mal kurz bei Steuerung rein, aber das Field of View lässt sich nicht verändern. Okay, gut. Ja, dann haben wir die Steuerung, die Einstellung auch einmal gesehen, bevor wir jetzt hier richtig loslegen. Und gut, diese Körnung lasse ich aus. Und wir können auch hier die Zeitung lesen. Glasgow Gazette. Scotland's Newspaper, also Schottland habe ich doch hier richtig interpretiert. It's Scotland's Oil. Okay, ich kann leider keinen skottischen Dialekt-Akzent sprechen. Schöne Fotos auf jeden Fall hier. Irgendwas Wichtiges, UK in row with France. Ja, okay. Linwood told to accept deal or else. Scottish MPs seek assurance on jobs. Okay, wir haben... Guck mal, obwohl diese Körnung aus ist, haben wir die hier in den Schatten halt immer noch drin. Ich lasse die aber trotzdem aus, Leute. Ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie, ist jetzt nicht so geil mit dieser Körnung. Ich finde, das ist so angenehmer, oder? Na, ja, keine Ahnung. Auf der anderen Seite, vielleicht denkt sich das Spiel was dabei. Wisst ihr was? Wir nehmen das Spiel so, wie das Spiel. Das heißt aber, ich müsste eigentlich auch das anmachen, ne? Motion Blur? Wartet mal. Tut mir leid, Leute, dass ich jetzt erstmal 10 Minuten hier in den Einstellungen rumhänge. Boah, weiß ich nicht. Motion Blur. Boah, Motion Blur ist schon... Ach. Ich bin eigentlich von beidem nicht so der Freund. Sag ich euch, wie es ist. Henderson? Davy must have gone back on shore last night. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung von ihm. Matt,
Da geht's nicht rein. Alright, Kaz. Oh. I'm alright. What are you doing up there? Pipes leaking. If it's not one thing, it's the other. See this whole rig? It's a pile of shite. It's falling apart. And we've only just started drilling. Fucking Cadal. And fucking Rennick cutting corners. Aye. Speaking of, you are in the shite, wee man. Well, woman. Rennick got a letter this morning from the mainland and he's been up to high dough ever since. Heard he's gunning for you. Well, that's just brilliant. Christ, ich liebe die Sprache jetzt schon. Das wird geil. Take mine. I don't need it anymore. Honestly. You're a fucking lifesaver. I'm going to get breakfast. Alright. Breakfast. See you for that tonight. We'll put a wee picture of Rennick up on the board for you. Sounds like a plan. See you. Das ist geil. Okay, aber warum hat er uns auf dem Kicker? Okay, Leute, sorry, nee, ich mach das aus. Mit dem Motion Blur auf jeden Fall. Die Körnung lasse ich mal an. Wobei, ja doch, komm, ich lasse die mal an. Das Spiel will das so, aber das Motion Blur mache ich aus, sorry. Ja, da wird er mir schwindelig. So. Ist auch fürs Video angenehmer, wenn das Motion Blur... Oh, ich weiß nicht, ob wir... Nicht, dass ich hier am Ende was zensieren muss. Ich würde aber eigentlich schon gern... Ich würde eigentlich... Huch! Erst dimmen wir das Licht und dann können wir uns ducken. Nee, so können wir uns drehen. Naja, wir können uns ducken. Das heißt, ich schleiche mich hier ganz langsam an. Wie das Alien. Da-dum. Da-dum. Oh Gottes Willen. ja, okay. Den stört das auch gar nicht, dass ich das Licht einfach ausgemacht habe, ne? Alter, da muss ich mich dran gewöhnen, mit Viereck zu bestätigen. Ich drück als X. Hier nochmal für die Mädels. Trainierter Körper. Schöne glänzende Glatze. Und wirklich, ja, lässig. Okay, wir gehen mal weiter. Aha, wir gehen mal weiter. Muss ich hier irgendwas holen? Nee, ich kann hier aber... Ach nee, von hier sind wir gekommen, ne? Ah, okay, ich muss hier durch. Ich muss quasi... Den Schlüssel brauchen wir wohl nicht. Ich muss quasi... Ja, okay. Alter. Sorry, Leute, da muss ich mich kurz dran gewöhnen. So, tschüss. Hier kommen wir auch rein. Das ist das Zimmer von Adair. Adair? Also, dass wir hier in jedem Zimmer rumschnüffeln, finde ich ein bisschen sus. Doesn't surprise me. Stop immigration. Reject common market. Restore capital punishment. Make Britain great again. Ach ja, schön. Vote National Front. Ja. Hier haben wir wohl... Ah, okay. Das ist auch wirklich ein schöner Sticker. Der ist aussagekräftig. NF National Front. Okay, verstehe. Hier haben wir wohl einen etwas konservativen Zeitgenossen mit an Bord. Aha, und Cadell oder wie auch immer das heißt, ist glaube ich hier so diese Organisation, kann das sein? Aber das ist irgendwie auch der Chef. Aber wenn es Tassen gibt und so, scheint das ja mehr so hier so der Brand zu sein, oder? Für den wir arbeiten. So, kann ich hier noch, da hat hier irgendwie an seinem Radio rumgebastelt. Er hat auch eine Christmas-Karte und einen Brief gekriegt, das lesen wir jetzt aber nicht. Das hier, I've got those. Oh boah, ist echt schwer zu lesen. Items you bla bla. Sorry to hear about your wife. Nee, das heißt nicht wife. Ah, kann ich leider nicht richtig lesen. Ihr könnt ja vielleicht ranzoomen und das lesen. Ja, okay. Wo geht's hier sonst? Achso, jetzt sind wir quasi einmal hier rund gelaufen, verstehe. Okay, ich verschwende schon wieder viel zu viel Zeit. Ich mache aber die Tür hier mal lieber wieder zu. Weil die müssen ja nicht... Okay, bei Grant kommen wir nicht rein. Gibson und Dobby. Well, this is cozy. Okay. Die sind zu zweit hier, die haben den gleichen Kalender. Okay, hier gibt's aber nichts zu schnüffeln. Ich mache die Türen mal zu. Nee, zu. Muss ja keiner wissen, dass ich hier drin war. Okay, hier ist zu. Hier kommen wir auch nicht weiter. Hier kommen wir auch nicht weiter. Hier ist ein Feuerlöscher. Hier können wir noch was gucken. Bastards. Ah,
Kettle-Memo, Kurzmitteilung, an das gesamte Personal in Aberdeen und das gesamte Offshore-Personal. Aufgrund der verspäteten Lieferung durch das Beira-Ölfeld und der laufenden Streikaktion hat der Vorstand beschlossen, für das Geschäftsjahr 1975-76 kein Weihnachtsgeld zu zahlen. Frohe Weihnachten, Bernard Cunningham, Vorstandsvorsitzender. Alright. Gut, da mache ich... Meint ihr das? Ja, der ist immer noch am Duschen. Okay, ich will den nicht weiter stören hier. Der soll ruhig im Dunkeln da irgendwie seinen Kummer ertränken. So, drücke links, um dein Ziel zu sehen. Gehe zur Kantine hinunter. Boah, ist aber auch ein Sauwetter hier. Ah, das ist wirklich kacke alles. So, anschauen. WC, Duschen, Dachzugang. Okay, wir sind hier. Die Kantine wird da gar nicht... Showers, Roof Access, Emergency First Aid, Duty Officer, der ist in 122. Und ich, ach nee, ich bin da. Achso, ja genau, ich bin da. Ja, auch richtig. Hallo, ich bin's, ich bin da. Ja, okay. Cool. Das ist ein schöner Plan hier von der Karte. Wir müssen scheinbar runter, weil einen anderen Weg gibt's sowieso nicht. Die Kantine konnte ich da jetzt zwar, achso, hier ist die Kantine. Weil die ist da gar nicht eingezeichnet. Komische Nummer. Egal. Wir gehen runter. Runter ist doch immer sympathisch erstmal. So, Hinweise. Geht zur Kantine. Okay, ja, wir brauchen erstmal keinen Hinweis. Ich schließe hier mal immer die Türen hinter mir, ne? Man weiß ja nie. So, da geht's wieder zu Cabins. Hier kann ich aber theoretisch auch lang. Okay, das hier ist so ein Aufenthaltsraum. Schon aber geil irgendwie ein bisschen. Darts-Tournament, okay. Wie heißen wir eigentlich nochmal? Warte mal, Susi war unsere Frau. Aber ich habe unseren Namen schon wieder vergessen. Vielleicht, wenn ich ihn hier lese. Finlay war der, der auf der Leiter geklettert ist. Und wir waren... Wir könnten Dobby... Nee, Dobby war das Zimmer von jemand anderem. Cass, sind wir Cass? Ich glaube, wir sind Cass. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, hier vielleicht. Nee, kein Arznei, nichts für mich. Ich hoffe, hier ist zu. Sehr gut, weil sonst hätte ich jetzt den Drang gehabt, das alles erst zu erkunden. Stop Skin Disease. Ja, okay. Gut, wir gehen mal in die Kantine, würde ich sagen. Boah, aber ich habe echt einen dicken Hunger, Leute. Hier geht's zum Deck, das ist zu. Ich habe echt einen dicken Hunger. Und deswegen... Oh. Bevor ich hier großartig mit den Leuten rede, will ich erstmal direkt was essen. Roy? Ja, ich bin Cass, okay. Oder Cass. Och, nee. Okay. Na gut. Okay, das sind nicht wir. The sweet sound of Davy Rennick. You think it's the Paulus? Can't be surprised, Cass. You're from Sue's. She's talking about divorce. Oh, I'm sorry, Cass. She'll come around. Not if I get the jail, she won't. Well, maybe you could have considered that while you were battering Billy Chamberlain's head in. Cunt slagged off Susie, had it coming. And there he is. Floats like a butterfly, stings like a bee, and swears like the devil himself. Listen, mate, even if it is the police, maybe it's best to just go back and face it, yeah? Ach, I don't know, Roy. I'm fucking scun up with the whole thing. The Lord loves you, mate, no matter what. Get him. And I'm pretty sure Susie does too. Get him, glaube ich, schon zurecht aufs Maul gehauen. Lovely job, thanks, Dobby. Oh, hey, die Frau, die lass mich nicht beleidigen, du. Oh, bless his little communist socks. Muchly appreciated. Ta. Remember, life is like football. It's not over until the final whistle. Aye, you're a Barnsley fan, so you're pretty much fucked from the off, right? Oh, I will see you hand for that McCleary. Off you trot, lad, before his nibs blows a gasket. Essen. Also das bin ich? Nee, hä, aber warum soll ich denn... Der hat doch gar nicht Cass gesagt. War das mein Nachname? Ich hab Hunger. Ich wollte was essen. Boah, hier so ein leckeres Ei mit Bacon. Noch mehr Bacon. Seefrüchte. Okay, Erbsen, das sieht alles nicht so geil aus. Aber hier so ein Spiegelei mit bisschen Bacon, so ein Brot.
Und was auch immer hier das ist, Baked Beans, keine Ahnung, das würde ich mir schon snacken. So. Ja, er hat ja gesagt, ich soll direkt kommen, das heißt, ich höre mich hier erstmal um, oder? Enjoying your last day, McCleary. What's that supposed to mean? You've been a naughty boy, from what I've heard. Ach, geez, peace. You're not exactly an angel yourself, Adair. I'll be fine. Well, you'll not be missed. You wouldn't know a day's graft if it slapped you in the face. I'd like to see you try and do my job. You wouldn't know a spark plug from a fucking hairdryer. Bin ich also der Elektriker hier? Watch your mouth, McCleary. Na, die sind ja alle hier wirklich super cool miteinander. Okay, also, ich würde sagen, ich rede hier aber noch kurz mit den Leuten, bevor ich losrenne. Aber das würde ich sagen, mache ich in der nächsten Folge von The Deep Wakes. Nee, The... Ja, genau. Jetzt schon vergessen, wie das Spiel heißt. Perfekt. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen 18 Uhr wieder zur nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Ciao.